Herzlich willkommen zu einem neuen Dialog digital. Diesmal wirklich digital, denn mein Gast Ulrich Kelber, nicht der oberste Datenschützer, diesen Begriff mag er nicht, der ist nämlich nicht ganz korrekt. Er ist der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und Datensicherheitsthemen gehören im Übrigen auch dazu. Und ich begrüße ihn sehr herzlich. Er ist quasi zugeschaltet aus Bonn. Ich sitze in Fürstenberg an der Havel im Norden von Brandenburg. Ich tue nur so, als wäre ich gerade in Berlin, kann man mit Greenscreens machen. Und als Thema habe ich mir natürlich was genommen, das Ulrich Kelber und mich miteinander verbindet. Nämlich eins, das wir gar nicht mehr hören können. Insofern verwundert es vielleicht, dass wir da heute extra drüber reden. Aber es geht um den Sündenbock Datenschutz, dem man alle Schuld zuschiebt in dieser Pandemie, immer dann, wenn irgendwas nicht ganz glatt läuft. Darüber wollen wir also miteinander reden. Vielen Dank fürs Kommen, Ulrich. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und ich fange mal an mit einem Zitat aus der FAZ. Das ist schon über ein Jahr alt, vom 13. März 2020, als also so richtig losging mit der Ernsthaftigkeit der Pandemie in Deutschland. Der Artikel hieß, Virenschutz ist den Deutschen wichtiger als Datenschutz. Und da drin kommt der Satz vor, man beruft sich da auf eine Umfrage. Die Mehrheit der Deutschen ist bereit, für die Bekämpfung der Corona-Krise eine Aufweichung des Datenschutzes und eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung hinzunehmen. Es wird ja auch gleichzeitig im Übrigen immer gesagt, ja, der Datenschutz ist das einzige Grundrecht, das überhaupt nicht irgendwie beschränkt wird. So eine Art Supergrundrecht würde der ein oder andere Innenpolitiker möglicherweise dazu sagen. Datenschutz sei heilig und bliebe unangetastet. Das ist natürlich genauso falsch wie die erste Aussage. Und darüber wollen wir heute reden. Notgedrungen, weil die Debatte ist leider nicht tot zu kriegen. Das kommt also wirklich immer wie Klaus aus der Kiste, ein endloser News-Cycle und wird bei jeder Gelegenheit immer wieder gerne genommen. Gerade heute, wir zeichnen das am 1. Juni auf, hast du getwittert, die Saat hat gefruchtet, faktenwidrig wird heute im Focus Online behauptet, der Datenschutz hätte verhindert, dass Testzentren kontrolliert werden könnten. Und gleichzeitig wird noch die zigfach widerlegte Story aufgewärmt, Datenschutz hätte in Niedersachsen die Einladung von über 80-Jährigen blockiert. Auf die einzelnen daran angesprochenen Themen kommen wir gleich noch im Detail. Ich danke erstmal vorab für das unermüdliche über ein Jahr immer wieder dagegenhalten. Aber ich will jetzt mal so vorab fragen, bevor wir auf das fachliche Eigentliche kommen, wie fühlt man sich da so eigentlich als Bundesbeauftragter für Datenschutz, wenn sich so offensichtlich falsche Darstellungen verbreiten immer wieder und trotz allem dagegenhalten wie so ein Pilzmyzel im Waldboden? Will man da nicht ab und an mal auch in die Tischplatte beißen? Also ich versuche immer darauf zu antworten, dass man sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen muss. Er hat eine Aufgabe, er kann beim Stein hochrollen mit anderen darüber reden, warum das wichtig ist, Steine hochzurollen. Und es gilt, besser einen Stein im Berg hochrollen, als unter der Lawine begraben werden. Aber in der Tat könnten wir alle die Zeit für was Besseres verwenden. Ich könnte auch über andere Dinge in der Verarbeitung von Daten sensibilisieren, als zum 10. Mal der gleichen schon widerlegten Story begegnen zu müssen. Und diejenigen, die sich über Datenschutz aufregen, könnten zum Beispiel recherchieren über die wahren Hintergründe, warum was nicht funktioniert, sich über die Beiträge, die wirklich Corona-Pandemie-Bekämpfung dienen, informieren. Hätten wir alle was von. Interessant ist ja auch, dass es irgendwie eine Korrelation zu geben scheint, wie sich Menschen gegenüber Datenschutz in dieser Hinsicht äußern, wie viel Fachkompetenz sie in dem Gebiet eigentlich haben und wie oft genau solche Leute eingeladen werden in diversen Talkshows, die eben gerade nicht durch Fachkompetenz glänzen. Also finde ich sehr bedauerlich. Viele dieser Behauptungen haben ja immer so zwei Teile. Der erste, nur der Datenschutz wird als einziges Grundrecht nicht angetastet. Die zweite Hälfte, der Datenschutz ist schuld, wenn es hier und da Probleme gibt. Ich würde mal gerne schon mit der ersten Behauptung anfangen. Was ist denn eigentlich dran an dieser merkwürdigen Behauptung, nur der Datenschutz würde nicht angefasst? Ja, nichts. Und das ist leicht überprüfbar. Und jeden, den man darauf anspricht und der einigermaßen guten Willens ist, kommt auch schon beim ersten Beispiel drauf, dass es so nicht sein kann. Wenn ich den als beispielsweise frage, mussten Sie früher, wenn Sie in ein Restaurant gegangen sind, dort Ihren Namen, Ihre Anschrift und eine Telefonnummer hinterlassen, also Nachprüfer machen, wo Sie unterwegs sind, ja oder nein? Dann kommt die Antwort, nein. Man sagt, ja gut, dann sehen Sie doch, dass durchaus berechtigt,
natürlich auch der Datenschutz eingeschränkt wird. Es wäre ja auch seltsam, wenn ein Grundrecht uneingeschränkt bliebe und andere eingeschränkt würden. Das muss immer miteinander abgewägt werden. Ja, ist schon eigenwillig, dass eine Wahrnehmung, die wir ja im Alltag eigentlich alle haben, irgendwie nicht zur Großrinde vorzudringen scheint. Aber wir arbeiten gemeinsam dran. Zur zweiten Hälfte an allen möglichen Problemen soll der Datenschutz schuld sein. Nehmen wir doch gleich mal das Fallbeispiel Testzentren, das in dem Tweet von dir von heute Morgen auch schon angeklungen ist. Das Problem, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, man kriegt ja für so einen Test für BürgerInnen durchgeführt als Testzentrum, dass man inzwischen aber auch als Schulladen sein kann oder als irgendeine Einrichtung kann plötzlich ein Testzentrum sehr niedrigschwellig aufmachen. Da kriegt man 18 Euro vom Staat erstattet. Und offensichtlich muss man sehr wenig dokumentieren, dass man diese Tests überhaupt gemacht hat. Also Fernsehberichte haben recht gut nachgewiesen, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit zu sehr großen Abrechnungen gar nicht durchgeführter Tests gekommen ist. Da geht es um Millionenbeträge. Inzwischen gibt es auch schon die eine oder andere Ermittlung in diese Richtung. Aber was genau soll denn damit jetzt eigentlich der Datenschutz zu tun haben? An welchen Haaren hat man dann in diesem speziellen Beispiel geschafft, beim Fokus den Datenschutz dafür verantwortlich zu machen, und warum ist das falsch? Ich war auch verwundert und ich habe auch nur reagiert, weil es gab vorher überhaupt keinen Anlass, bei dem Thema aktiv zu werden. Wir sind als Datenschutzbehörde nicht gefragt worden nach der Verarbeitung irgendwelcher Daten, wo wir dann aufgrund von eigener Interpretation oder ganz klaren rechtlichen Vorgaben gesagt haben, das geht nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben auch beraten, dass man an bestimmten Stellen vielleicht die gesetzlichen Grundlagen noch erweitern sollte, nicht nur auf Verordnungsweg arbeiten. Von daher die Überlegung, der Datenschutz habe irgendetwas verhindert, was ja so behauptet wurde, worauf ich dann reagiert habe, ist nachvollziehbar falsch, auch aus allen Unterlagen, die es gibt. Und es geht ja noch weiter. In der Testzentrenverordnung steht zwar in der Tat drin, was jetzt manchmal zitiert wird, dass bei dem Bericht, also die Abrechnung, keine Daten jetzt übermittelt werden dürfen, bei deren unmittelbarer Patientenbezug da ist. Also keine Vorratsdatenspeicherung von getesteten Menschen bei den kassenärztlichen Vereinigungen stattfindet. Aber es steht eben auch drinnen, dass alle Daten, die dokumentiert werden müssen, aufbewahrt werden müssen bis 2024. Und dazu gehört nach meinem Verständnis selbstverständlich auch der Name der getesteten Person, um für Kontrollen dann auch zur Verfügung zu stehen. Das ist ein legitimes Interesse und der Datenschutz spielt erst da eine Rolle, wo ich mir anschauen möchte, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, dass diese Testzentren dann auch die Sicherheitsmaßnahmen für diese gespeicherten Daten ergreifen und nicht die Tatsache, dass wenn eine kassenärztliche Vereinigung sagt, oh, da ist mir was seltsam aus der Abrechnung, oder eine Kommune, die eine Teststelle ja zulassen muss, sagt, also das sieht uns alles ein bisschen komisch, wir wollen mal reingucken, wir wollen mal eine Stichprobe machen, sogar ohne Verdacht. Wir zählen uns eine von drei, von 10 Zentren und da sprechen wir mal 25 Leute an, hat das stattgefunden, war alles in Ordnung. Dafür sind die Daten da, die können kontrolliert werden. Einfach nur weitere Listen von Menschennamen durch die Gegend zu streuen, mehrfach zu speichern, das verhindert keinen Betrug. Man könnte sich ja auch noch ganz viele andere Arten von Kontrollen vorstellen, die gar nichts mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Zum Beispiel, wenn Sie 10.000 Tests abrechnen, zeigen Sie nochmal die Einkaufsbelege für 10.000 Testkits. Wäre ja auch eine Möglichkeit, wo man schon mal niedrigschwellig zeigen kann, dass Sie möglicherweise 7.000 Tests gar nicht gehabt haben, also auch gar nicht durchführen konnten. Also selbst diese Frage, finde ich, wird dann einfach viel zu selten gestellt. Aber ja, wir tun es übrigens, wenn wir uns Datenverarbeitung anschauen, ist eine Maßnahme erforderlich, ist sie geeignet, ist sie verhältnismäßig. Mhm. Wobei bei dem Beispiel Test, ich könnte mir auch vorstellen, dass Betrüger dann auch noch Zwischenfirmen zum Testverkauf schaffen, um damit immer weiter zu verschleiern, dass sie einfach Geldwäsche in dem Fall ja regelrecht betrieben haben. Da hat sich das ja bereits etabliert und würde jetzt hier in ähnlicher Art und Weise etabliert. Das heißt, man muss schon mal Tests durchführen können und dann auch Daten zur Verfügung haben. Aber das ist gegeben durch die Testverordnung. Das muss aber natürlich stattfinden, jetzt oder zumindest nachträglich, wenn man sich sicher sein kann, dass man dann diejenigen, die verantwortlich sind für Betrugsversuche, auch bekommen kann. Dem steht der Datenschutz gar nicht im Weg. Wer an den Stellen so arbeitet, ist ein Betrüger und gehört bestraft.
Ja, hoffen wir, dass das auch stattfinden wird. Ich will mal ein anderes Fallbeispiel ansprechen, nämlich die allseits beliebte Corona-Warn-App. Die gibt es jetzt inzwischen schon seit über einem Jahr. Immer wieder begegnet ihr für mich völlig unverständlicherweise der Vorwurf, sie sei ja eigentlich sinnlos. Und daran ist natürlich auch wieder der Datenschutz schuld, weil sie zum Beispiel keine Ortung erlaubt oder weil sie keine Kontaktdaten ans Gesundheitsamt übermittelt. Jetzt gibt es auch immer wieder Prominente, und das sind genau die, die ich vorhin meinte, als ich sagte, sie haben von diesen spezifischen Themen eigentlich besonders wenig Ahnung. Und genau von diesen Prominenten gibt es immer wieder welche, die sich in Talkshows setzen und sowas erzählen, wie zum Beispiel Philosoph Julian Nieder-Rümelin. Der war bei Anne Will am 13. Dezember 2020 und hat da mal wieder, er hat das öfter gemacht, auf Asien verwiesen, auf die dort viel effektivere Pandemiebekämpfung, die ja also ausschließlich offensichtlich daran liegt, dass man Corona-Tracking-Apps nutze. Und immer wieder forderte er, man müsse endlich mal auch den Datenschutz angreifen und eine Ortung bei solchen Apps benutzen. Bevor wir zu diesem Ortungsthema kommen, warst du eigentlich auch schon mal bei so einer Talkshow eingeladen? Konntest du da mal live dagegenhalten? Ich gebe ehrlich zu, ich bin kein Fan von Talkshows. Ich halte das weitgehend für verschleuderte Lebenszeit. Aber ich würde natürlich zur Erfüllung meiner Aufgabe Sensibilisierung zumindest in sensible, Entschuldigung, nicht in sensible, sondern in seriöse Talkshows auch gehen. Um gegenzuhalten, hat diese Einladung bisher nicht gegeben. Andere Datenschützerinnen und Datenschützer sind mal eingeladen worden, haben es auch der Person, die gerade erwähnt wurde, erläutert, auch technisch erläutert. Das hat nicht davon abgehalten, dass in der nächsten Talkshow die gleiche Behauptung wieder aufgestellt wurde. Das erleben wir auch. Also Menschen, die vernünftig sind, die seriös sind. Ich darf das mal ohne Bashing zu machen. Der versammelten Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt man bestimmte Dinge. Und es steht trotzdem eine Woche später wieder drin, obwohl überhaupt kein Argument, kein Faktum, noch nicht mal ein Indiz dafür, dass das, was man ihnen gesagt hat, falsch ist, dargelegt wird. Also was will man sagen gegen die Aussage, es gibt keine App in Taiwan? In Japan wird die gleiche Technologie verwendet wie in der Corona-Warn-App. Und Südkorea hat auch keine Kontakt-Tracing- oder Tracking-App, sondern hat eine Art elektronische Fußfessel für alle, wenn sie einmal in Quarantäne sind. Australien und Neuseeland, die auch sehr erfolgreich sind, haben auch keine Apps in der Form im Einsatz. Entweder man muss beweisen, dass es diese App doch gibt, oder man kann die Behauptung nicht mehr stellen, die Apps für Kontakttracking in Asien sind erfolgreicher als die Corona-Warn-App, weil spätestens wenn man es weiß und wieder behauptet, kommt es der Lüge nahe. Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sich gerade dieses ganz spezielle Vorurteil, ist es ja eigentlich gar nicht, aber sagen wir mal, dieser Mythos hält, dass man in bestimmten asiatischen Ländern, da kommen ja auch immer wieder die gleichen, hast du gerade genannt, Taiwan oder Südkorea oder Japan, denen man solche Tracking-Apps unterstellt und wo man vor allem, selbst wenn es die gäbe, was ja gar nicht der Fall ist, die ganzen Pandemie-Erfolge dort in der Bekämpfung ausschließlich darauf zurückführt. Also tatsächlich sind sie in der Digitalisierung in vielen Dingen ja weiter. Also Homeschooling kann man dort wahrscheinlich genauso viel besser machen als Homeoffice, was bei uns ja mangels Digitalisierung oft ein Problem ist. Aber es gibt ja auch eine ganz andere Kultur, zum Beispiel des Maskentragens. Man hat Erfahrungen mit SARS gesammelt vor einigen Jahren. Man hat viel härtere Einreise- und Quarantänebestimmungen, die eben nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch hart verfolgt werden. Wenn man da am Flughafen landet, kommt man erstmal in so ein Quarantänehotel und 14 Tage nicht mehr raus. Also das ist nicht so wie bei uns, wo gar keiner fragt, wenn man ankommt oder man vielleicht ein Formular ausfüllt und wenn man es nicht macht, merkt es gar keiner. So eine Sache werden ja komischerweise nicht abgeguckt. Da könnte man ja jederzeit sagen, lass es uns so machen wie da. Was man natürlich nicht möchte, ist, dass man sich bestimmte Verhaltensweisen von Ländern wie China abguckt, wo es ja tatsächlich eine Rundumüberwachung gibt, wo auch Kameras im öffentlichen Raum verfolgen, wo man sich aufgehalten hat. Aber das ist nicht nötig für eine effektive Pandemiebekämpfung. Das sieht man ja genau in den Demokratien, die es eben auch in Asien gibt. Australien, Neuseeland hast du da ja auch schon angesprochen. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären für die, die nicht so tief drin sind in diesem Corona-Warn-App-Thema, wie wir zwei schon seit einem Jahr, was es mit dieser Ortungsfunktion auf sich hat und was eigentlich Tracking und Tracing voneinander unterscheidet. Unsere App ist ja eine Tracing-App. Gefordert wird eine Tracking-App. Was unterscheidet denn die eine vom anderen? Und warum macht eine Tracking-App eigentlich wirklich gar keinen Sinn? Man könnte einmal sagen, der Unterschied ist, dass man wirklich feststellt, was hat eine Person getan und über diese Person alles weiß.
Und das andere ist, dass Menschen gewarnt werden, ohne dass ich weiß, welche Person dahinter steht. Das ist eine grundsätzliche Unterscheidung. Man kann es auch von der Technologieseite her sehen. Es sind ja verschiedene Technologien vorstellbar, das Ganze zu tun. Die eine kann in der Tat mit einer Überwachungsinfrastruktur zusammenhängen. Hauskameras, Straßenkameras, wo hat jemand bezahlt, wo hat er eingecheckt im Bus. Haben wir gar nicht in Deutschland in dieser Form, können wir Gott sei Dank auch nicht einsetzen. Mobilfunkdaten, das war mal im Gespräch, da konnten wir nachweisen, die sind viel zu ungenau. Das heißt, man hätte ein Bewegungsprofil der Menschen, wo sie grundsätzlich unterwegs sind und könnte trotzdem GPS, noch nicht mal, dann nicht GPS, sondern noch davor, an welchem Mobilfunkmast waren sie eigentlich angemeldet. Ja, jetzt bei mir in Bonn ist das vielleicht noch auf ein paar hundert Meter genau. Auf dem Land in Brandenburg kann es auch mal um Kilometer differieren, die Genauigkeit. Damit kriege ich ja keine Kontaktpersonen ermittelt. GPS als Datum ist grundsätzlich erstmal geeignet, hat aber Limitationen, nämlich es stellt nicht fest, war ich im Erdgeschoss oder im dritten Stock eines Gebäudes, war zwischen uns eine Mauer, ein Glas. Also wirkliche Nähe kann GPS auch nicht herstellen. Da, von allen Technologien ist Bluetooth die am wenigsten ungeeignet, um das mal so zu sagen, weil sie wenigstens mit Schwächen Abstände misst und misst, ob was dazwischen ist. Und damit kann sie tatsächlich feststellen, gab es eine reale Gefahr und kann dann schnell warnen. Und dann gibt es zwei Punkte, die da rauskommen. Erstens, die Bluetooth-Nutzung, eine effiziente Bluetooth-Nutzung geht nur über die Schnittstellen von Google und Apple und die erlauben gar nicht gleichzeitig GPS einzusetzen. Also wer GPS einsetzen will, schmeißt die beste Technologie weg und hat damit Ortsdaten, wo Menschen waren, aber nicht wirklich Feststellung, ob sie infiziert sein können oder nicht. Und wer das wegschmeißt, setzt dann halt auf die Ressource Gesundheitsamt. Also das bekommt eine Liste, wo warst du? Mal gucken, ob wir irgendwo finden, wer da noch war. Und dann warnen wir mal alle und dann kriegt man eine Woche später einen Anruf. Dann ist aber schon alles passiert, während die Corona-Warn-App sofort nach einem positiven Testergebnis allen, denen ich nahe war, eine Warnung zuschickt. Das heißt, ich spare Ressourcen und bin schneller. Und aus meiner Sicht ist das das Wichtigste in der Bekämpfung der Pandemie und nicht der Wahn, mit möglichst vielen Daten möglichst viel regeln zu können. Ja, das sehe ich ähnlich. Zumal ich erinnere mich, die Landesdatenschutzbeauftragte von Berlin hat vor einigen Jahren mal die Datenschutzkonformität der Praxis zu Funkzellenabfragen angeguckt und hat da zum Beispiel gesagt, dass in manchen Funkzellenabfragen teilweise 100.000 Leute erfasst worden waren. Jetzt ist Berlin natürlich auch nicht der dörfliche Brandenburger Raum. Aber was will ich denn zum Beispiel als Gesundheitsamt, wenn ich da auf einmal eine Liste mit 100.000 Kontakten kriege, mache? Sinn. Also da rufen die auch nicht in einer Woche an, da rufen die niemals an und zwar niemanden auf dieser Liste, weil es einfach Daten sind, die man nicht brauchen kann. Und in Innenräumen ist auch GPS ziemlich ungenau, muss ich mal sagen. Also wenn ich so versuche, mich zu orientieren und von A nach B zu kommen, da hilft an ganz vielen Stellen so ein GPS eben auch nicht weiter. Aber du hast es ja sehr schön beschrieben, es kommt ja gar nicht darauf an, an welchem Ort genau war ich zu genau welcher Zeit, sondern wie dicht war ich an einem Mensch und wie lange war diese Nähe. Das ist ja das, was man braucht und das ist auch, was der Datenschutz ja immer erfordert, nämlich die genaue Beantwortung der Frage, welche Daten benötige ich denn, um ein Problem zu lösen oder eine Frage zu beantworten. Und um die Frage zu beantworten, wie hoch war eine individuelle Infektionsgefahr, muss ich nicht wissen, das war genau beim Bäcker um 8.15 Uhr bis 8.35 Uhr, sondern ich muss nur wissen, es war 1,5 Meter Entfernung und länger als 15 Minuten. Dann hat man eine Information, die man da tatsächlich verwenden kann. Aber nochmal zurück zur Corona-Warn-App. Da sagen ja viele, ja, die bringt ja gar nichts. Da sind wir ja bei diesem Präventionsparadoxon, von dem Dr. Drosten auch immer wieder mal spricht, dass man das, was man verhindert, halt sehr schlecht sehen kann. Das ist bei Verbrechensbekämpfung so, das ist bei allgemeiner Gesundheitsprävention so. Und natürlich ist das auch bei unterbrochenen Infektionsketten bei Covid-19 so. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte, aus denen man die Wirkungen der Corona-Warn-App ja trotzdem ablesen kann. Seit ein paar Wochen zumindest sieht man solche Daten in der App auch selber. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, also Stand gestern haben 474.000 Menschen eine Warnung an das Corona-Warn-App-System hochgeladen. Jetzt weiß man über Datenspenden, die man freiwillig über die Corona-Warn-App an das Robert-Koch-Institut geben kann. Das machen übrigens über 6 Millionen Menschen inzwischen. Da weiß man also, dass im Durchschnitt
ungefähr 6 Personen gewarnt werden mit so einer roten Warnung, also so einer Höherrisikowarnung. Das heißt, bei 474.000 Menschen sind das 2,8 Millionen, die Pi mal Daumen mit gewissen Unschärfen gewarnt worden sind. Nach den Auswertungen des Robert-Koch-Instituts lassen sich davon ungefähr 80% testen. 2,3 Millionen wären das. Und davon stellen sich 7% als positiv heraus. Und die meisten davon ahnten nichts von einem speziellen Risikokontakt, haben also nicht mit der Infektion gerechnet. Das sind hochgerechnet 160.000 Menschen, die man als infiziert, aber ahnten von nichts entdeckt hat. Vermutlich hatten die also noch nicht mal irgendwelche Symptome. Das sind 160.000 potenzielle Infektionsketten, die sich ja alle paar Tage wieder hätten aufspalten können, neue Infektionsketten. Also da verstehe ich wirklich nicht, wie man sagen kann, die Corona-Warn-App ist sinnlos und bringt nichts. Aber wenn man davon spricht, du hast es ja auch gerade getan, dass das die Gesundheitsämter sehr entlastet. Manche Gesundheitsämter sagen ja selber, die Corona-Warn-App entlastet uns nicht, weil wir hören von ihr nichts. Aber diese vielen Menschen, die über die Corona-Warn-App gekommen sind und sich verantwortlich verhalten haben, Kontakte reduziert haben und so weiter, von denen bekommen die ja auch gar nichts mit. Aber dieses Argument war im Prinzip der Grund für, und da komme ich zu unserem nächsten Fallbeispiel, die Luca-App. Immer dann, wenn von Entlastung der Gesundheitsämter die Rede ist, meint man eigentlich, es sollen die Kontaktdaten, die man bisher auf Gästelisten in allen möglichen Locations manuell und auf Papier erfasst hat, die möchte man im Falle, es gab in so einer Location eine Infektion, direkt und zwar elektronisch an ein Gesundheitsamt übermitteln können, damit das Gesundheitsamt nicht irgendwann Papierlisten abtippen muss in ihr internes System. Nun ist inzwischen die Luca-App hoch umstritten und viel kritisiert, vor allem hinsichtlich der IT- und Datensicherheit, die viel auch mit der zentralen Speicherung sämtlicher Kontaktdaten von potenziell ja immerhin Millionen von NutzerInnen zu tun hat, aber auch mit ganz vielen Sicherheitslücken. Also zum Beispiel gerade kürzlich der möglichen Einschleusung von Schadcode in Gesundheitsämter oder dem, da sind wir jetzt mehr bei Datenschutzfragen, dem Tracken von Check-ins von Nutzern der Luca-Schlüsselanhänger, wo man tatsächlich ein komplettes Bewegungsprofil, zumindest von all den Orten, wo man sich eingecheckt hat, durch Dritte unbefugt angucken konnte. Man konnte sogar die Leute einchecken. Aber immer wieder heißt es, das geht halt nicht anders und ohnehin, es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, also müsse man das machen. Was genau ist denn da eigentlich gesetzlich vorgeschrieben und von wem? Also es gibt das Infektionsschutzgesetz, das ist ein Bundesgesetz und das Bundesgesetz schafft die Voraussetzung dafür, dass die Länder Kontaktdatenerfassung vornehmen können. Jetzt sind die Gelehrten und die Juristinnen und Juristen halten sich ja alle für gelehrt, darf ich als Informatiker mal sagen, sind auch unterwegs, ob ein Dürfte in Zusammenhang mit einem Hinweis, wenn es notwendig ist, nicht doch ein Sollte ist. Da sind einige unterwegs. Ich habe da eine andere Auffassung. Ich sage, das Infektionsschutzgesetz ist erstmal ein Rahmengesetz, das sagt Länder, wenn es denn notwendig ist, dann dürft ihr Kontaktdaten erfassen, aber nur unter folgenden Bedingungen und nur zu folgenden Nutzungen. Und ihr müsst dafür sorgen, dass erstens, zweitens, drittens, viertens. Man könnte also natürlich theoretisch auch, wenn man sagt, eine andere Form ist für mich genauso geeignet oder geeigneter, wie wir gerade gesagt haben, wenn die Schnelligkeit dort gewinnt, könnte man auch sagen, ohne die Kontaktdatenerfassung. Was eindeutig geregelt ist im Infektionsschutzgesetz, ist, dass alle positiv Getesteten gemeldet werden müssen, weil es eine hoch ansteckende epidemische Krankheit ist. Das hat ja natürlich mit den Gästelisten nichts zu tun, ne? Das ist ja genau, wird aber gerne in der Diskussion miteinander verwechselt, sind aber unterschiedliche Stellen in dem Gesetz. Ja, ich kenne das auch. Ich kriege dann auch immer diese falsche Stelle geschickt und sage, ja klar, davon sprechen wir aber gerade gar nicht. Wir sprechen von Leute gehen essen im Restaurant. Ganz anderer Fall. Ja, also es ginge offensichtlich auch anders, auch ohne zentrale Speicherung. Und am Ende stellt sich tatsächlich die Frage, wie nützlich ist denn eigentlich so eine Luca-App für die Gesundheitsämter? Es scheint ja tatsächlich auch viele praktische Probleme mit ihr zu geben, dass man also zum Beispiel beliebig fremde Menschen irgendwo einchecken kann. Die kriegen das nicht mal mit, die wissen gar nichts davon. Das können auch viele verschiedene Orte sein, ohne ihr Wissen, ohne ihr Zutun. Ganz oft funktioniert der Checkout zum Beispiel nicht. Da ist man stunden- oder tagelang in einer Location eingecheckt, in der man schon sehr lange gar nicht mehr ist. Und das sind doch am Ende Daten, mit denen kann auch so ein Gesundheitsamt auch gar nicht anfangen. Das ist doch eher Datenmüll, oder?
Also ich habe natürlich auch schon mal mit Gesundheitsämtern gesprochen und die haben deutlich gemacht, dass sie in ihrer Situation über Jahre massiv unterfinanziert, keine einheitliche IT an der Stelle zum Austausch, auch nicht medienbruchfreie Verarbeitung innerhalb der Gesundheitsämter natürlich überlastet werden, wenn man ihnen beliebige Datenmengen gibt. Ich habe mir mal Spaß gemacht zu sagen, wenn ich jetzt positiv getestet werde, dürfte ich sie ihnen meine GPS-Daten mal alle geben, wenn ich sie irgendwo gesammelt habe, dann habe ich gesagt, Gott bewahre an der Stelle. Die eigentliche Bewertung jetzt des Zusammenspiels mit der Software habe ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, die die rechtliche Zuständigkeit haben, an der Stelle schon überlassen. Mir ist eins wichtig, das Sammeln von Kontaktdaten, wenn man das vorschreibt, auf Papier ist fast die schlechtestmögliche Lösung, weil damit viel Schindluder getrieben wird und viele Sachen, die uns wichtig sind, nicht eingehalten werden, selbst von denen, die sich bemühen. Das heißt, eine reine Digitalisierung dieses Vorgangs alleine könnte gut durchgeführt schon eine Verbesserung sein. Also sammeln, ohne dass der andere sieht, wer auch noch da war, automatisches Löschen nach 14 Tagen, also solche Sachen, wenn man das machen würde, abgelegt, in der Datenbank vielleicht sogar eines zentralen Anbieters, aber nur von mir. Und wenn ich dann aufgefordert werde, dann gebe ich diesen Schlüssel dem Gesundheitsamt, dass es diese Daten einmal abrufen kann oder übertrage die selber aktiv. Man könnte die Digitalisierung, das ist ja oft einer der Punkte, die mich ärgert, man könnte Digitalisierung von Vorgängen nutzen, um noch datenfreundlicher als vorher zu sein, also auf das reduzieren, was wirklich notwendig ist, während ja oft analoge Prozesse erstmal alles dastehen haben, weil man weiß nicht, was man nachher braucht. Das ist sicherlich bisher nicht als Anspruch der Länder auch vorangenommen worden, zu sagen, wir wollen die Leute dazu motivieren, teilzunehmen, indem wir eine digitale Lösung anbieten, die nicht nur vielleicht am Ende für das Gesundheitsamt, sondern auch aus Sicht der Grundrechte der Betroffenen besser ist als die analoge Lösung. Ja, es ist halt auch schade, dass hier so viel auch miteinander vermischt wird. Also die allgemeine Frustration über den Rückstand in der Digitalisierung bei eigentlich egal welchem Bereich der Gesellschaft ich angucke in Deutschland, führt am Ende dazu, dass, glaube ich, auch viele Landespolitiker, als Beispiel den Oberbürgermeister vielleicht von Müller von Berlin zu zitieren, die am Ende es leid sind, immer vorgeworfen zu bekommen, wie schlecht die Digitalisierung klappt und einfach sagen, lass uns diese Luca-App nehmen, auch wenn sie eigentlich nichts bringt. Es gibt ja auch Gesundheitsämter wie im Landkreis, im Bodenseekreis, die gesagt haben, sie haben in 14 Monaten Pandemie überhaupt nur dreimal Papierlisten abgefragt. Und da stellt sich dann natürlich auch eigentlich die Frage, wenn man das jetzt digitalisiert, dreimal in 14 Monaten, wie wahnsinnig soll das denn entlasten? Wenn ich mir überlege, wir hatten gerade diesen Fall in Sylt, wo es da irgendwie 1000 potenziell infizierte Leute gab, die Kontakt nachverfolgt werden sollen, von einem einzigen armen Gesundheitsamt. Also da würde ich mir wünschen, die hätten sich alle mit Corona-Warn-App eingecheckt, dann hätten die innerhalb von 6 Stunden ihre Warnung gekriegt und wären hoffentlich mindestens 80% testen gegangen. Jetzt werden sie alle angerufen. Ja, nehmen wir mal ein letztes Beispiel und da kommen wir nochmal zurück auf den Tweet von heute Morgen. Auf deinem Tweet, in dem ja nicht nur von Testzentren die Rede war, sondern auch, der Datenschutz soll schuld sein, dass über 80-Jährige keine Einladung zum Impfen gekriegt haben. Worum ging es denn da damals und was war eigentlich das Problem? Das Problem ist übrigens etwas komplex, aber deswegen vereinfache ich es auch. Die Landesverwaltung in Niedersachsen wollte die über 80-Jährigen zu Impfterminen einladen und ist ohne mit der Kollegin Landesdatenschutzbeauftragte in Niedersachsen zu sprechen, zum Ergebnis gekommen, sie dürfen dafür in gar keiner Form die Meldedaten, die ja ohnehin vorliegen, bei denen steht, Ulrich Käber ist 53 Jahre alt, wenn ich jetzt in Niedersachsen leben würde, dafür nutzen. Also haben sie bei einem privaten Dienstleister Daten eingekauft, der aus verschiedenen Quellen versucht, darauf zu schließen, ob jemand über 80 oder unter 80 ist, mit entsprechender Fehlerquote dort, weil das halt nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung dort war und haben deswegen nicht alle erreicht. Realität war, dass sie ein Landesgesetz hatten, das es leider nicht auf direkten Weg ermöglicht hätte, die Meldedaten durch diese Landesbehörde zu nehmen, weil sie die einfach nicht als Nutzungsberechtigte aufgenommen hatten in ihr Landesgesetz, mit dem sie es geregelt hatten. Aber es hätte viele Wege geben können von das Land stellt die Datei den Kommunen zur Verfügung, die senden an ihre Bürger diese Einladung und kriegen die Kosten erstattet, über die Nutzung eines Auftragnehmers, der genau diese Daten nur für diesen Zweck nutzt,
mit einem entsprechenden Vertrag und sie dann auch wieder gelöscht hat. Das heißt, es hätte ganz viele Wege gegeben, die korrekten Daten für den korrekten Zweck zu nutzen. Das wäre gewesen. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Entscheidend ist aber, es gab die Berichterstattung, das sei deswegen. Dann sind wir Datenschützer rein und haben gesagt, nee, in der Tat nicht. Hättet ihr machen dürfen, hättet ihr uns mal gefragt. Das wurde auch nicht gesagt, nee, ist nicht so, sondern gesagt, oh, aha. Aber seitdem kommt es aus den Köpfen bis rein zu den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren nicht raus. Und wenn dann Artikel geschrieben werden, dann wird das einfach in einem Absatz hinten dran geklatscht. Ja, auch in Niedersachsen. Ich bin Journalistensohn. Ich hatte von meinem Vater noch gelernt, bevor ich in einem Kommentar eine wichtige Behauptung aufstelle, nochmal nachprüfen, ob das wirklich so ist oder neue Entwicklungen aufgetreten sind. Das scheint nicht mehr dazu zu gehören. Es scheint zu reichen, eine vermeintliche Stimmung zu treffen mit einer Behauptung. Das ist schon enttäuschend an der Stelle. Das könnten alle ein bisschen besser. Dann würden wir uns, wie gesagt, aufs Wesentliche auch konzentrieren können und keine Nebenkriegsschauplätze an Stellen, die eigentlich überhaupt nicht strittig sind, führen. Es hält uns ja auch tatsächlich davon ab, existierende Probleme gezielt zu adressieren. Das ist wirklich bedauerlich. Ich könnte jetzt noch 10 andere solcher Beispiele bringen, wo immer wieder es hieß, wenn irgendwo was hakte, ja, das liegt halt am Datenschutz. Und man braucht eigentlich nur bis 3 zählen, bis nach einem Problem der Datenschutz als Ursache auftaucht. Und meistens, das hast du auch schon ganz oft in der Öffentlichkeit gesagt, kommt es ohne jede fachliche Begründung, also ohne Erklärung, warum und an welcher Stelle und durch welchen Aspekt der Datenschutz hier jetzt eigentlich Problem sein soll. Das ist immer nur so pauschal, ohne genauere Beschreibung, die man dann auch konkret hinterfragen kann. Warum glaubst du, ist das so, dass sich das so verselbstständigt hat? Und eigentlich können wir ja stolz sein auf unseren Datenschutz, dass der ständig diskreditiert wird und immer als Sündenbock herhalten muss, gerade in der Pandemiebekämpfung. Warum? Also vielleicht mal eine Sache vorausgeschickt. Alle Umfragen mit einer offenen Fragestellung, wollen Sie mehr oder weniger Datenschutz, ergeben in der Bevölkerung eine riesige Mehrheit für mehr Datenschutz. Ach ja. Umfragen wie, wollen Sie lieber Gesundheitsschutz oder Datenschutz, ergeben dann vielleicht, wenn die Leute sagen, ach, wenn das die einzige Alternative ist, dann bin ich natürlich jetzt für Gesundheitsschutz im Augenblick. Aber ich kann ja auch nicht eine Umfrage machen, wenn Sie mir 10 Euro geben, erschieße ich Sie nicht. Sind Sie dazu bereit? Und wenn die Leute sagen, ja klar, also 10 Euro gebe ich immer, dass danach kommt Mehrheit in der Bevölkerung für Schutzgelderpressung. Existiert auch nicht, dieses Entweder-Oder. Und deswegen die Leute auch nicht vor falsche Tatsachen stellen. Ja, der Datenschutz ist auch ein Hindernis, manchmal absichtlich. Weil wir wollen bestimmte Datenverarbeitung nicht, die widersprechen unseren Werten. Und an anderen Stellen wollen wir Transparenz in der Geschichte. Dafür nenne ich auch ein Beispiel. Es kam die Frage, ob nach Deutschland Einreisende nicht eine SMS bekommen sollen. Herzlich willkommen. Derzeit pandemiebedingte Situation. Hier sind die Informationen. Absolut sinnvoll. Die rechtlichen Grundlagen gaben das aber nicht her, dass die privaten Netzdienstleister einfach auf Zuruf der Regierung solche Regierungsinformationen verbreiten. Und zwar zu Recht, weil es eben nicht in der reinen Überlegung einer Regierung sein soll, wann sie über private Netzbetreiber auf die Endgeräte von Menschen gehen. Wir haben beraten, wie man das Gesetz ändert, indem man ganz transparent drinnen steht, in einer pandemischen Lage darf über eine solche Roaming-SMS über die pandemische Lage informiert sein. Und seitdem gibt es das. Das heißt, die Beratungsleistung der Datenschützer war zu sagen, wie schafft ihr eine für alle nachvollziehbare rechtliche Grundlage? An der Stelle sind wir auch Berater für Datennutzung. Das war doch auch schon ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Denn der Datenschutz ist keineswegs ein Verhinderer, sondern kann ganz konstruktiv zur Lösung akuter Probleme beitragen. Und das macht Ulrich Kelber eigentlich jeden Tag, von morgens bis abends. Und ist auch immer wieder wie der kleine Sisyphus mit dem großen Stein unterwegs, um bestimmte Vorurteile zu widerlegen, falsche Behauptungen zu widerlegen. Und deshalb an dieser Stelle nicht nur danke, dass wir heute und hier über dieses Thema reden konnten, sondern auch danke für diese Sisyphus-Arbeit. Ich trage auch gerne mein kleines Teilchen dazu bei. Vielen Dank für die Zeit und fürs Herkommen. Vielen Dank auch an alle, die bis hierher zugeguckt und zugehört haben. Vielleicht sehen wir uns auch mal wieder im Ausschuss Digitale Agenda. Das war ja vor gar nicht so langer Zeit auch mal wieder der Fall. Da ging es genau um Corona-Warn-App und um Luca-App. Wer sich's angucken will,
In der Videobeschreibung werde ich einen Link zu dieser Anhörung einstellen. Da kann man sich es nochmal angucken. Da gibt es auch noch weitere Links zu früheren Formaten dieses Dialog Digital zum Thema digitale Bildung, zum Thema Zukunft der Arbeit, zur Digitalisierung in Kommunen oder auch, beim Thema waren wir ja jetzt gerade indirekt, beim Thema Transparenz und Lobbyismus im Bundestag. Wenn euch alles das, eins davon interessiert, wie gesagt, die Links unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Und tschüss nach Bonn und vielen Dank an Uli Kelber. Tschüss nach Brandenburg.